Wälder lagern, Becher stürzen, Felsen dauern, Regen rinnt, Flure warten, Brunnen quellen, Winde wohnen, Segen sind. Ich will schon sehr lange mal nach Todtnoberg fahren. Also ich weiß, dass ich vor 10 Jahren in Berlin einem Freund erzählt habe, dass ich mal vorhabe, den Martin-Heidegger-Rundweg rund um Todtnoberg zu laufen und die Gegend da mal zu erkunden. Das ist wirklich schon verdammt lange her. Todtnoberg ist ein wunderschönes Dorf. Ich bin gerade auf dem Weg zurück runter. Viele Wanderer hier, Radfahrer natürlich, ganz wie der Schwarzwald nun mal so ist, der südliche Schwarzwald. Unglaublich viele Pilgerer hier aus den Geisteswissenschaften und eignet sich mit Sicherheit auch wahnsinnig gut zum Skifahren. Kommender Winter 2020/21 soll es einen guten Schnee geben, habe ich gehört. Und es dürfen aber auch nur 25% auf die Piste. So Leute, ich bin wieder zu Hause, zurück aus Todtnoberg. 2 Tage war ich da, von Samstag auf Montag. Und was soll ich sagen, es hat mir super gefallen. Wie gesagt, ich wollte unbedingt mal den Martin-Heidegger-Rundweg laufen. Das habe ich auch gemacht. Bin ich gleich am ersten Abend abgewandert. Aber ich war natürlich auch laufen im Schwarzwald. Bin sonntags den Halbmarathon gelaufen über den Heidegger Rundweg irgendwo Richtung Todtnauhütte. Bin über die Wasserfälle gelaufen, die berühmten. Das ist eine unglaublich schöne Feriengegend. Sicherlich vor allen Dingen Skifahrern bekannt, aber eignet sich wie natürlich so viele Orte im Schwarzwald sehr gut für Wanderer, für Rennradfahrer. Überhaupt ist es ein ganz gutes Örtchen, um mal auszuspannen und um zurück auf Heidegger zu kommen. Der hat ja für alle, die sich da jetzt nicht so mit vertraut sind, weil seine Frau das von einem Skiurlaub kannte, sich da so eine kleine Hütte gebaut, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, und dann da auch den Großteil seines Lebens gearbeitet und gewirkt. Das war sozusagen sein Homeoffice und die größten Teile von seiner Zeit sind dort entstanden. War sicherlich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts noch längst nicht so touristisch wie heute. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass es sich da sehr gut zur Ruhe kommen lässt und man da in friedlicher Stille zu sich der Sache des Denkens widmen kann. Leute, macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video.